Wird Berlin die smarte Elektropolis der Zukunft sein und wie wird die Stadt aussehen in 20, 30 Jahren? Herr Hinrichs? Ich sage ja, in 20 Jahren werden Sie zum Südkreuz kommen und sehen, dass der Bahnhof die Rote Insel lädt und andersrum. Ich sage auch ja, wir werden dezentraler, wir werden vernetzter, wir müssen über die Grenzen hinweg denken, jedes Unternehmen zusammenarbeiten. Das sieht man in Anfängen schon, das werden wir weiter fortsetzen. Insofern klares Ja. Und auch von mir natürlich ein klares, optimistisches Ja. Die Lage von Berlin ist dafür prädestiniert. Ja. Wir haben um Berlin herum viele Windparks, wir haben gute Solarpotenziale und wir haben hier steuerbare Lasten und sind so in der Lage, wirklich die Elektropolis, die smarte Elektropolis wahr werden zu lassen. Und wir werden als Verbraucher es nicht merken und glücklich sein? Fragezeichen. Der Nutzen wird spürbar sein, der Aufwand dafür sich minimieren. In diesem Sinne, smarte Elektropolis Berlin, welche Wege nimmt der Strom der Zukunft? Das war ein Treffpunkt Wissenswerte über dreimal Smart, Smart Grid, Smart Meter und Smart Citizen mit Professor Kai Strunz, Leiter des Fachbereiches Energieversorgungsnetz und Integration erneuerbarer Energien der TU Berlin, Frank-Christian Hinrichs, Geschäftsführer Inno2Grid GmbH am EUREF Campus und Claudia Radfuchs, Leiterin Strategie und Geschäftsentwicklung beim Stromnetz Berlin GmbH, ist ein Unternehmen von Vattenfall. Danke für die Diskussion, fürs Kommen und Zuhören, sagt Thomas Prinzler.